Ja. Irgendwie mein Essen kann nicht gemacht werden, weil meine Frau es nicht gekauft hat. So ist die Vermutung zumindest, weil ich finde es nirgends. Meine schöne Knöpfelspätzle. Ich habe ganz schnell überlegt, wie es geht. Wie ich, dass ich die heute essen kann heute Abend. Oh nein, nichts da. Aber da habe ich auch viele verpasst, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich war zum Stück auf dem Klo beim Scheißen. Und wie jeder weiß, wenn man zum Scheißen geht, man hat da top, super tolle Ideen. So wie auch ich. Ich weiß nämlich jetzt, wie ich da den hier vorne ausschalten kann. Ich muss hier nicht alle nacheinander ausschalten. Da komme ich hier viel einfacher durch. Cos'è stato? Non era niente. Keiner da. Lauf deine Route weiter, dann lege dich um. Das ist der nächste, den ich dann umleg. Der hat da auf Wiese. Jetzt musst du doch wieder herlaufen, genau. Nein, das war nicht ganz da. Aspetta. Schön schlafen gelegt. Genau, zu zweit. Könnten wir Probleme kriegen. Du läufst also bis dahin. Okay. Also ich muss schon sagen, so geht es um einiges einfacher. So, ich muss das jetzt da hinten hoch und den dann umlegen. Ich kann da unten ins Haus rein. So, wie läuft der? Prima o poi ti troverò. Warten wir mal kurz. Hey, da ist einer unter mir.
Er fällt halt einfach mal so ein paar Meter runter. Hier kommt keiner mit. Dove sei finito? Hier laufen doch ein paar mehr, als ich dachte. Da kann man hier auch durchkommen. Rüber und in den Busch rein. Wir sind fast beim Ballsaal. Liv, die nageln mich fest! Du musst mir helfen! Ich komme, Sam. Oh, noch einer. Non era niente. Gewalt ist auch eine Lösung. Seil. Los geht's. Verdammt doch mal, Nathan. Hey, wie geht's? Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja, ich auch. Okay, Jungs, Planänderung. Zu viele wollen hier weg. Die Einfahrt ist komplett dicht. Was jetzt? Komm zum Brunnen vor dem Ballsaal. Ich warte dort. Du musst da weg! Okay, los. Na, super.
Charlie, uns rennt die Zeit weg. Halt durch, Junge, ich bin fast da. Bin gleich da. Wenn du keinen Leichenwagen fährst, beeil dich besser. Wir haben es also. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah, Odium Mecum Eris in Paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtstag.